Es begann zu Weihnachten. Begierig, ein neues Abenteuer zu erleben, feierten wir nur den Heiligabend entspannt zu Hause. Denn die restlichen Feiertage würden dank folgender Unternehmungen wesentlich weniger entspannend sein. Heute Morgen inmitten des Lockdowns in die Wintersaison gestartet. Einen PCR-Test nötig oder die Lifte dürfen aber nur Geimpfte oder Genesene nutzen. Die Staatsanwaltschaft konnte nicht feststellen, dass jemand etwas getan oder unterlassen hätte, das zu einer Erhöhung der Ansteckungsgefahr geführt hat. Mit einem negativen PCR-Test im Gepäck fuhren wir noch in der Weihnachtsnacht nach Ischl. Wir erwarteten uns von diesem Urlaub keine Partys oder Après-Ski-Feiern, sondern Wintersport. Viel gesehen von Ischl habe ich deshalb vorerst nicht. Wir wollten direkt die Piste erleben. Zwei Jahre nicht mehr Ski gefahren. Das letzte Mal war vor Corona. Die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Mir ist das zunächst auf den besonders leeren Pisten aufgefallen. Ich selbst nutze also die Gelegenheit, um neue Ski zu testen, wovon ich mich später für meinen zukünftigen entschied. Als ich nach unserem ersten Skitag ins Dorf kam, merkte ich, wie Corona Ischl verändert hatte. Da wo vor zwei Jahren noch Partys stiegen, sind jetzt vereinzelt Restaurants ohne Barbetrieb. Die ehemalige Après-Ski-Metropole ausgestorben. Wir verbrachten die Zeit im engen Kreis, statt mit Fremden halb angetrunken Party zu machen. Ischl ist nämlich ein Ort, wo man Freunde trifft und sich auch unabhängig von Après-Ski gemeinsam schöne Abende machen kann. Der Unterschied zu allen anderen Urlauben war nur, dass man diesmal viel, viel mehr auf der Piste war. Corona hat Ischl nicht ganz so verändert, wie ich dachte. Natürlich gab es viele Beschränkungen. Das Feeling während des Urlaubs blieb aber zunächst gleich. War es vielleicht einfach nur die Flucht zum sonnigen Bergpanorama? Aber das Wetter war nicht immer gut. Jeden Ischl-Urlaub hatten wir die zwei Tage, die echt beschissen waren. Wir blieben also unten im Dorf. Das war schon echt ein Downer. Daraufhin entschied ich mich, etwas zu tun, was ich noch nie im Skiurlaub gemacht habe. Geplant war eine Wanderung in Richtung Galtür. Das waren ungefähr 8 Kilometer im vereisten Schnee. Als ich noch jünger war, hätte ich niemals gedacht, dass ich das mal sage. Aber es war eine total tolle Abwechslung zum Skifahren, auch wenn es extrem schneite. Da laufe ich lieber, als schlechte Sicht auf der Piste zu haben. Anstrengend war es mindestens genauso sehr.
Der letzte Tag des Jahres war einer der schönsten, an die ich mich erinnern kann. Da ich mich mittlerweile an die Masken gewöhnt habe, fühlte es sich für einen kurzen Moment so an, als wäre Covid nie da gewesen. An diesem Tag waren auf den Hütten schon einige Menschen. Auch die Pisten waren nicht unbedingt leer. Wenn man genauer darüber nachdenkt, gab es vielleicht doch einen bitteren Beigeschmack dabei. Trotzdem fühlten wir uns relativ sicher und waren uns bewusst, was wir da gerade taten. Für mich war es überraschenderweise entspannter als die letzten Silvesterfeiern vor der Pandemie. Diesmal rutschen wir nämlich ohne eine große Party in das neue Jahr. Noch am Abend des Jahreswechsels dachte ich an das gesamte letzte Jahr. Und ich muss sagen, ich hatte echt viel Glück. Ich konnte im März mein erstes Musikvideo drehen, wodurch sich viele neue Möglichkeiten und Freundschaften ergeben haben. Mit weiteren Aufenthalten in Berlin mache ich jetzt schon das zweite. Covid hat die Umsetzung vieler Projekte wesentlich erschwert. Auch Erlebnisse in Hamburg und Ibiza passierten während einer seit 2 Jahren anhaltenden Pandemie, die alles formte und veränderte. Auch diesen Urlaub hier in Ischgl. Wenn ich ein was in diesem Urlaub gelernt habe, ist, dass man in Ischgl nicht auf Après-Ski-Partys gehen muss, um eine tolle Zeit zu haben. Wenn man gerade nicht Ski fährt, kann man auch das Bergpanorama genießen. Man muss sich nur darauf einlassen. Einfach mal wieder raus aus dem Alltag zu kommen. Das war das, was ich mir gewünscht habe. Für mich ist dieser Urlaub das erste Anzeichen zur eventuellen Rückkehr in die Normalität. Denn mit dem Schutz der Impfung sind wir auf einem guten Weg, dieses Erlebnis bald auch ohne Angst vor dem Virus genießen zu können. Ich bin froh, diesen Urlaub gemacht haben zu dürfen. Ohne Impfung wäre das nicht möglich gewesen.